Simone Zöller steht hier und sie ist vor einem 5,40 Meter Wunder von Weinsberg. Es ist günstig, es hat einen riesen Hochdach mit dabei. Ich bin zusammen mit Stefan Buhr aus Saarbrücken extra angereist, um das Ganze zu filmen. Simone, hier besonders hart das Fahrzeug zu verteidigen, denn da hast du alles für Family für 4 Personen. Du kommst auf jeden Platz, 5,40 Meter. Du hast einen riesen Hochdach mit drin. Magst du mal hochgehen? Ja. Dass wir das mal sehen. Stefan, die Leute fragen immer mehr nach Hochdach. So lange gibt es das noch gar nicht, oder? Das dürften jetzt 5, 6 Jahre sind. Ich kann mich auch irren, vielleicht 7, 8 Jahre. Aber das ist noch in der Evolution beim Caravaning ganz was Neues. So, es geht hoch. Du darfst gerne mal ganz hochgehen. Ganz hoch? Ja, darfst, natürlich. Hier darf man alles ausprobieren und testen. Dafür ist es ja da. Bei einigen Fahrzeugen ist es natürlich gesperrt. Hier ist es nicht so. Ist da oben die Luft anders? Besser. Besser. Ist wirklich so. Cool ist, guck mal, du hast ein Dachfenster im Hochdach drin. Ja, das ist auch außergewöhnlich. Ja, genau. Das braucht man doch auch, ne? So, und dann hast du Fliegengitter rundherum. Du fühlst dich überhaupt nicht eingeengt hier oben, oder? Kein bisschen. Und hier ist locker Platz für 2 Personen. Locker Platz für 2 Personen, sogar noch mehr. Aber die kleinen Kinder, will man die hier drin schlafen lassen? Das ist die Frage. Ich denke ja, denn man kann auch tief runterfallen, oder? Ja, du kannst ja auch eben selbst oben schlafen, die Kinder dann bis zum gewissen Alter unten schlafen lassen. Und danach, ja, wenn die groß genug sind, gehen die hoch. So, hier ist das 5,40 Meter Bett. Das haben wir gezeigt. Diesmal anderes Holz drin, also etwas wohnlicher. Würden jetzt Leute sagen, ja, voll stehen. Genau, der andere sagt, ich möchte kein Holz. Und so hat jeder seine Wahl dann, was er möchte, ja. So, Deckenschränke mit drin. Hier ist die Sitzgruppe. Schaut euch bitte das Fahrzeug an von dem anderen 5,40er, was wir gedreht haben. Stefan, komm mal bitte runter und rein und leg dich mal aufs Bett drauf. Denn das Bett hat sagenhafte 2,04 Meter. Bettlänge. Und der Stefan wird uns das jetzt mal zeigen. Bei 2,04 Meter. Wir müssen mal gucken, das ist eine Option, die 2,04 Meter. Wir haben 1,94 Meter und 2,04 Meter können wir als Option mitbestellen, aber 1,94 Meter reicht völlig aus. Das sind so Backen, die werden dann praktisch dran geklebt. Da kommen die Backen dran, ja. Und jetzt leider keinen hier stehen zum Zeigen. Die werden dran geklebt mit Uhu und nee, das nicht. Aber hier sieht man, selbst jetzt ging es schon bei dir, oder? Ja. Du bist ein Meter? 1,85 Meter. Und beim Schlafen mit ausgestreckten Füßen bist du immer ein bisschen größer. So ist das, ja. Wichtig auch das Bad hier drin. Du hast also hier wirklich eine komfortable Liegefläche. Die ganze Familie, das hier wäre aber jetzt für eine Family, ganz ehrlich, das wäre ein Fahrzeug, wo viel draußen denn auch stattfindet. Du hast ein Vorzelt mit dabei. Das hier wäre dann im Sommerurlaub ein reines Schlaffahrzeug. Hier würde ich ungern leben mit 4 Personen, ganz ehrlich. Ja, also ich selber fahre ja auch immer auf Campingplätze und mache die Urlaubsform. Und ich sehe auf dem Campingplatz immer wieder sogar noch kleinere Fahrzeuge mit 4 Personen. Da wird teilweise aus der Tasche rausgelebt. Da muss alles umgebaut werden. Das hier ist schon deutlich komfortabler. Du hast fixe Schlafplätze. Aber ganz ehrlich, du kannst anreisen. Du kannst mit 4 Personen an. Du bist am Campingplatz. Du stellst die ganzen Tische, Stühle, alles draußen auf. Und dann hast du den Platz und schläfst nur noch hier drin. Jo. Das ist wahrscheinlich so. Geh mal rein. 1,85 Meter. Kannst du reintreten ordentlich? Locker. Hast du noch Platz drin? Locker. So, und das ist auch wichtig. Viel Platz in der Dusche drin, dann hast du oben noch einen Handtuchhalter mit drin. Großzügiges Waschbecken, das hat Simone auch gesagt. Das ist das schönste Waschbecken, was sie je in ihrem Leben gesehen hat, in einem Ford Transit. Oder? Sag ja. Ja. Ja, gut. So, dann wichtig ist, du kannst es drehen, sodass du die Tür auflassen kannst. So ganz lange Leute können die Beine raushängen lassen. Zeig mal bitte. So, bist du am Klo? Ich würde mich ja trotzdem eben dann nicht so hinsetzen, dass ich jetzt mit den Beinen raushänge. Das geht schon, oder? Das geht schon. Sog ist möglich hier eigentlich bei dem Modell? Du kannst den Sog nachrüsten, natürlich. Ja. Das geht. Der Vorteil ist, das macht viel aus, oder? Das macht deutlich viel aus, ja. Dann hast du natürlich eine ganz andere Geruchsbildung in der Kassette. Da ist nämlich so ein kleiner Ventilator drin, der saugt die ganze Zeit und da ist auch die Chemietoilette, die riecht man gar nicht mehr. Ja, ich habe viele Kunden, die nutzen gar keine Chemie mehr in dem Moment mit der Sog. Das geht? Ja. Okay. Super. Ja, wir zeigen das mal gerade. Das ist das neue Kochfeld. Es hat ein neues Design. Es hat jetzt hier so Rauchglas oben drüber und hat einen 2-Flammen-Kochherd mit Piezo-Zündung integriert. Du drückst einfach nur noch runter. Alles ist so viel einfacher geworden. Bitte mal zeigen. Sehr schön. Und viel Stauraum nochmal hier unten drin. Ja, hier ist er mit Yachtbodendesign hier drin. Also die nennen das Wohnraumteppich, Schmutzfänger gegen Aufpreis hast du mit drin. Schau mal hier, es ist kein Leder diesmal drin, sondern Stoff. Ja, ich persönlich würde für mich wahrscheinlich auch Stoff nehmen in der heißen Phase. Dann sitzt du natürlich angenehmer auf dem Stoffbezug. So, Schalter ist mit drin, Automatik, Option? Ja, du kannst Automatik bestellen, ist auch gar nicht so teuer bei Ford. Ist unter 2.000 Euro.
Muss nur aufpassen, dass die Anhängelast dann eben, die wird geringer bei der Automatik. So, also ein kleiner Verweis auf das Video. Wir haben dieses Fahrzeug innen ganz detailliert gezeigt. Das ist nämlich der baugleiche Bruder ohne Hubdach, steht direkt hier nebenan. Und wir werden euch die Techendaten gleich nochmal kurz einbauen. Das Ganze heißt Carabus bei Weinsberg. Und die Fahrzeuge werden wo gebaut? Die Fahrzeuge werden in Ungarn gebaut. In Ungarn. So, da vorne sind die technischen Daten drauf. 62.676 Euro. Basispreis 49.900. Unglaublich. Ansage, ne? Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, ja. So, und da siehst du technische Daten. Wir haben eine Länge von 5,53 ja. Und eine Höhe natürlich, das ist dem geschuldet, von 2,74 Meter. Das heißt also nichts. Immer noch in Ordnung, ja. Aber nichts für den Frankfurter Flughafen, oder? Da müssen auch LKWs hin. 10 Jahre Garantie für die Dichtigkeit, das gilt auch fürs Dach. Übrigens, netter Hinweis, das Fahrzeug ist viel leiser mit dem Hubdach als alle anderen, weil du nochmal eine Isolierung dann über dem Dach drüber hast. Das ist so wesentlich. Also die Leute sollen wirklich mal fahren, oder? Man merkt, dass du es schon ausgetestet hast, dass sowohl während der Fahrt, aber als auch bei Regen deutlich weniger Geräusche. Deutlich weniger. Das gilt natürlich nicht für die Leute, die da oben schlafen, aber dieses Fahrzeug wird natürlich auch im Alltag verwendet. Leute gehen damit einkaufen, das ist so Zweitwagenersatz so ein bisschen. Ja, du musst ja, wenn du heute ein schönes Auto kaufst in der Größe, bezahlst du, glaube ich, sogar noch mehr wie für so ein fertiges Wohnmobilchen. Ja, Kastenwagen, ich sag mal so, du merkst das, da ist unglaublich viel los. Du siehst hier, die sind umlagert hier bei Weinsberg. Ist das ein starkes Segment bei euch auch als Handel? Extrem stark. Ich habe selber unterschätzt 2-3 Jahre lang und danach ist es ein Boom in dem Bereich. Und die Argumente dafür liegen einfach auf der Hand. Es wird als Zweitwagen genutzt, es wird am Wochenende genutzt, die Leute machen Kurztrips damit. Einfach seine Berechtigung gefunden, tolle Fahrzeuge. Ja, Weinsberg, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man auch sagen. Also kriegst du sehr viel Wohnmobil fürs Geld. Fazit? Von dem? Ja. Ich finde das Aufstelldach richtig gut. Es gibt nochmal so viel Platz mehr. Gefällt mir richtig gut, ja. Und was mich noch interessieren würde, Stefan, welche Marken vertrittst du denn noch außer Weinsberg? Wir haben Knaus, Pössl, also jetzt vom Kastenwagensegment und Benimar haben wir noch. Da werden wir heute auch noch hingehen, ja. Da gibt es eine ganz tolle Marke, die du hast, Benimar. Du hast aber noch eine Marke aus Spanien, die heißt... Panama. Panama, da werden wir heute mal hingehen und Panama wird dich umhauen, denn Preis-Leistungs-Verhältnis klasse, oder? Auch Ford, oder? Auch Ford, ich war schon ein Jahr vorher und die haben auch einen richtig tollen Start hingelegt. Was ist dein persönlicher Favorit von den Marken jetzt, die du vertrittst? Von den Marken? Ja. Eins habe ich noch vergessen, wir haben auch noch Hymacar. Und ich persönlich bin ja begeistert von Benimar, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis und von Kastenwagen her. Ich glaube, ich würde sogar hier Weinsberg Richtung Outlaw gehen. Okay. Outlaw. So, hier sind wir, der Caroman-Salon 2022 zusammen mit Simone Zöller, die heute etwas mehr, ich sag mal, die Fahrzeuge beschützen muss. Das tut mir sehr leid, du kommst nicht so sehr zu Wort im Moment, aber wir haben Stefan extra eingeladen, er ist absoluter Spezialist, aber ist ja auch ein bisschen lockerer. Wir werden dich heute so gegen 3-4 Uhr wahrscheinlich nach Hause schicken, mal gucken, wie es läuft. Es ist wirklich viel los. Deine Aussage, was soll man in 10 Tagen filmen? Du wirst das nochmal komplett revidieren. Das ist jetzt eine Halle. Überleg mal, davon gibt es 16 Stück. Schaffen die Leute es überhaupt? Unmöglich. Unmöglich. Ich glaube, wenn du hier... Du bist ja jetzt eine ganze Woche hier und du hast auch nicht eine geschafft. Woche, 11 Tage. Ich habe es nicht geschafft. Wir haben ganz viele Hallen nicht gesehen. Die Halle 3 haben wir nicht gesehen. Die 2, die 1 haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, was ist in der Halle 1 eigentlich drin? Weißt du? Nein, ich kann's ja. Ich bin heute gekommen. Ich war nicht da. Ich werde auch nicht alle schaffen heute. Danke. Tschüss, Simone. Ciao. Tschüss, Stefan von Wohnwagen Vogt aus Saarbrücken. Ciao. Ciao.